Schönen guten Tag. Wir freuen uns sehr, Sie heute bei uns begrüßen zu dürfen. Gemeinsam wollen wir heute über das Thema sensorische Veränderungen im Alter sprechen. Es wäre nett, wenn Sie sich selbst kurz vorstellen würden. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, heute hier zu sein. Mein Name ist Wolfgang Staubmann. Ich bin Diätologe und Dozent am Institut Diätologie der FH Joanneum und im Labor für Sensorik und Gesundheit. Ich beschäftige mich mit den Themen Ernährung im Alter, Veränderungen der Sinne im Alter und ihre Auswirkungen auf die Lebensmittelauswahl bzw. auf den Gesundheitszustand des Einzelnen. Im Laufe des Älterwerdens kommt es zu zahlreichen körperlichen Veränderungen, die sowohl Auswirkungen auf die Zubereitung, das Anrichten wie auch den Verzehr der Speisen haben können. Was sagen Sie als Experte dazu? Ja, das ist richtig. Neben körperlichen Veränderungen, die im Laufe des Alters auftreten können oder eben durch Erkrankungen hervorgerufen werden können, gibt es auch Veränderungen in der Sinneswahrnehmung. Vielen von uns ist bekannt, dass die Sehleistung abnimmt oder die Hörleistung abnimmt. Vielen von uns ist aber nicht bewusst, dass sich auch das Riechen oder das Schmecken mitunter im Alter verändern können. Alles klar. Welche Veränderungen können bei der Geschmackswahrnehmung auftreten? Geschmacksstörungen, sogenannte Dysgeusien, treten im Alter in unterschiedlicher Stärke auf. Eine alleinige Verminderung des Geschmackssinns, also zum Beispiel eine verminderte Wahrnehmung von süß, sauer, salzig, bitter oder umami, tritt nur sehr selten auf. Häufig tritt sie in Kombination mit einer verminderten Geruchswahrnehmung auf. Wenn jemand sagt, er schmeckt nichts, dann ist das meistens ein Ausdruck einer verminderten Geruchswahrnehmung. Prinzipiell nehmen alle Geschmacksqualitäten an Intensität ab. Bei süß ist es am wenigsten. Dies könnte ein Grund sein, warum ältere Menschen im Alter süß noch so lange bevorzugen. Speisen schmecken oft fade, es wird vermehrt gesalzen, oft überwürzt oder es wird einfach weniger davon gegessen. Es vergeht einem sprichwörtlich die Lust am Essen. Stimmt, das kenne ich auch von meinen Großeltern. Da Sie auch die Riechstörung erwähnt haben, könnten Sie auf diesen Punkt etwas näher eingehen? Durch einen immer schwächer werdenden Geruchssinn können feine Geschmacksnuancen oder Aromen weniger intensiv wahrgenommen werden. Das Riechen ist auch mit unserem Erleben oder mit unserer Gefühlswelt, es gibt ein sogenanntes Geruchsgedächtnis, stark verbunden und damit auch prägt es auch sehr stark unseren Alltag. Oft reicht es, an den Geruch von Vanillekipferl in der Weihnachtszeit zu denken und man hat den Geruch oder den Geschmack sprichwörtlich in der Nase oder auf der Zunge. Oder der Duft von Blumen, der einen an ein schönes Erlebnis in der Kindheit erinnert. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass ein verminderter Geruchssinn oder überhaupt ein fehlender Geruchssinn sich massiv auf die Lebensqualität, ja, oder auf den Genuss von Speisen der betroffenen Person auswirken kann. Tatsächlich habe ich, als Sie das Wort Vanillekipferl erwähnt haben, direkt den Geschmack auf der Zunge gehabt. Bestehen eigentlich noch andere Faktoren betreffend der Sinneswahrnehmung, die Einfluss auf den Appetit haben können? Ja, durchaus. Beispielsweise mit der bereits zu Beginn angesprochenen verminderten Sehleistung. Dies beginnt beim Einkauf, wenn die Schrift auf der Verpackung nicht mehr richtig gelesen werden kann, bis hin zu Schwierigkeiten in der Zubereitung von Speisen. Auch schlecht sitzender Zahnersatz, Entzündungen im Mund-Rachenraum oder verminderte Speichelbildung können dazu führen, dass Kau- und Schluckprobleme auftreten und damit vermindert Aromen herausgelöst werden können. All diese genannten Aspekte können dazu führen, dass die Lust am Kochen und am Essen vergeht, dass insgesamt weniger gegessen wird, dass die Lebensmittelauswahl einseitig wird und dass der Betroffene mangelernährt wird, was sich wiederum ernsthaft auf die Gesundheit des Betroffenen auswirken kann. Herzlichen Dank für all die Informationen und dass Sie heute bei uns waren. Aber wie sieht es nun eigentlich praktisch in der Küche aus? Wie man auf all diese verschiedenen Einschränkungen reagieren kann, sehen Sie jetzt. Beim Anrichten ist auf optisch eindeutige Kontraste mit Hilfe des Ampelfarbsystems zu achten. Das Auge isst auch im hohen Alter mit. Speisenkomponenten, die nach den Ampelfarben kombiniert werden, sehen auf dem Teller einladend aus und regen den Appetit an.
hilfreich ist, die Speisenzusammenstellung mit farblichen Kontrasten vorzunehmen. Wie Sie hier an unserem Buttenschnitzel mit Fisolen und Petersilienerdäpfel erkennen können. Weniger geeignet ist es, Buttengeschnetzeltes in heller Soße mit Kohlrabi und Eierteigwaren zu kombinieren. Hier fehlen optische Kontraste. Wird der Geruch als angenehm empfunden oder mit gewohnten, bekannten Gerüchen assoziiert, löst auch dieser eine positive Einstellung auf das bevorstehende Essen aus. Bei eingeschränktem Geschmackssinn hilft der vermehrte Einsatz von Gewürzen. Aufzupassen ist jedoch, dass der Salzkonsum nicht erhöht wird. Da der süße Geschmackssinn am längsten erhalten bleibt, besteht auch die Möglichkeit, bekannte Speisen etwas zu süßen. Bei eingeschränkter Motorik oder wenn das Schneiden von Fleisch nicht mehr möglich ist, kann Fingerfood eine hilfreiche Lösung sein. Wichtig dabei ist, dass die Oberfläche des Bestecks eher trocken ist, damit sie nicht aus der Hand rutschen kann. Außerdem sollte auf Abwechslung in Farbe, Geschmack und Präsentation geachtet werden. Für ältere Personen mit Kau- und Schluckbeschwerden gibt es verschiedene Möglichkeiten der Konsistenzadaptierung. Die erste Stufe ist Fingerfood, wie vorhin bereits erwähnt. Bei Kaustörungen bietet sich auch zerkleinerte Kost an. Dabei werden einzelne Speisenkomponenten vorab kleingeschnitten bzw. bewusster weicher gekocht. Der nächste Schritt ist eine Kombination aus weicher und pürierter Kost. Dabei werden Anteile aus der weichen Kost mit pürierten Komponenten kombiniert, die beim Schlucken als Gleitmittel wirken. Nun wissen wir, wie man auf diese Veränderungen reagieren kann. Nach zahlreichen Anfragen von Bezugspersonen älterer Personen mit vermindertem Appetit haben wir heute eine Enkelin zu Gast. Schönen guten Tag, Frau Pfeiffer. Schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Und zwar ist es so, dass meine Großmutter seit längerer Zeit wenig bis gar nichts isst. Durch Zufall bin ich jetzt auf sie aufmerksam geworden und bitte sie, mir in dieser Situation ein paar Tipps zu geben. Mit Hilfe des Baumprinzips kann individuell auf die sensorischen Veränderungen reagiert werden und nötige Anpassungen getätigt werden. Haben Sie schon einmal etwas vom Baumprinzip gehört? Es kommt mir zwar bekannt vor, aber könnten Sie es mir trotzdem nochmal erklären? Zuerst beobachten Sie das momentane Essverhalten Ihrer Großmutter. Im zweiten Schritt analysieren Sie die Rezepte der Speisen mit Hilfe des Grazer Rezeptchecks. In den letzten beiden Schritten geht es dann darum, die Rezepte auf die Bedürfnisse Ihrer Großmutter zu adaptieren und vor allem auch darum, Ihre Großmutter zum Essen zu motivieren. Das klingt ja sehr interessant, aber was hat es mit diesem Grazer Rezeptcheck auf sich? Mit Hilfe des Rezeptchecks können Speisen auf ihre Konsistenz überprüft werden und somit bestimmt werden, ob die Speisen für Personen mit leichten bis mittleren Kau- und Schluckbeschwerden geeignet sind. Die Fragen sind mit Ja und Nein zu beantworten sowie mit Punktezahlen zu bewerten. Einzelne Komponenten der Speisen können dann durch Einticken oder Pürieren an die verschiedenen Bedürfnisse der Personen angepasst werden. Das ist ja wirklich eine sehr sinnvolle Hilfe. Ich werde diesen Rezeptcheck definitiv ausprobieren. Vielen Dank für Ihre Informationen. Sehr gerne, Frau Pfeiffer. Ich danke auch Ihnen für das Kommen und wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Grazer Rezeptcheck. Und Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wünsche ich noch viel Spaß im Kurs.